Hallo, herzlich willkommen zurück bei einer niegelnagelneuen Folge Wizard 101. Let's play Wizard 101. Schön, dass ihr wieder dabei seid und heute stelle ich mal meine Freundesliste an, denn es ist Freitagabend und jetzt können ruhig mal ein paar Leute mitspielen. Spontan, bitte nicht fragen, können wir uns mal treffen. Ich habe ein Geschenk bekommen. Von wem? Vom Harry Nachtblut, das Winterland-Set. Vielen Dank, Harry. Dann gucken wir uns das doch mal an. Glutsteinbonbon, ein Reittier für 7 Tage. Aber egal, ich ziehe ihn trotzdem jetzt an. Hackpastete Karaargi, Hexenhüttengemälde und ein Winterbettchen. Das ist ja sehr interessant. Vielen Dank, vielen Dank. Das Reittier ist natürlich sehr cool. Das rüsten wir jetzt direkt mal aus. Auch wenn es nur für 7 Tage ist. Aber... ja, ja. Ist mal was anderes. Jau, cool. Ist das geil oder was? Gefällt mir. Finde ich gut. So, es sind nur 2 Leute online. So, dann werde ich mich jetzt mal gerade in Wizard City blicken lassen. Ach, wir sind auch hier. Oh, Brennhardt ist relativ voll, ne? Normal und nicht perfekt. Kommt auch nicht so häufig vor. Dann werden wir jetzt mal die Position markieren und mal gerade einfach ein bisschen durch Wizard City streifen oder da uns ein bisschen aufhalten. Vielleicht erkennt mich jemand, der mich noch nicht in seiner Freundesliste hat, wie auch immer. Dann können wir nämlich zusammen ein bisschen spielen. Warum habe ich mich nicht verabredet? Warum habe ich es nicht angekündigt? Warum streame ich nicht? Weil es wieder eine spontane Entscheidung ist. So wie das bei mir fast immer der Fall ist. Bubo. So, ich kann mal gerade die Zeit nutzen, um mein Dingsgedöns hier aufzufüllen. Alle Tränke. Guck dir das an. Erstmal, auch was hat diese Frau für einen Riesenkopf, oder? Der Harry Potter, sag ich schon. Der Kevin Kupferknospe so ganz normal und die Frau ein Megakopf, oder? Na, ja, dafür steht ist der das Popolöchelchen genau am Bauch von der. Hallo? Gucken wir uns mal ein bisschen um, was hier los ist. Warum stehen die Leute eigentlich immer so um diesen See herum? Ja. Läuft es mit deinem Buch? Oh, schreibt da jemand ein Buch? Da hat jemand den Esel. Hab 2 neue Bücher online gestellt. Guck mal, was hat der denn? Eine Lokomotive? Das ist ja voll ulkig, oder? Das ist eine Frau. Das ist ja cool. Guck mal, Fabian Licht denkt, ich wäre ein Fake. Sowas finde ich echt köstlich, oder? Nope, bin echt. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Das ist nicht das erste Mal. Du. Yep. So, aber Fabian Licht ist... ist erst Stufe 65. Schade, dass du erst Stufe 65 bist. Hä? Sonst könntest du mir in KHH K-H-R-Y-S-A-L-I-S helfen. Wer schreibt, schickes Tier hast du da? Ja, Leute, wir chatten heute mal so ein bisschen. Karl schreibt selten zurück, wenn er aufnimmt.
Amelie hat mich auch angeschrieben. Du bist Fabian? Fragezeichen. Ja, ein bisschen chatten, ne? Einfach mal ein bisschen quatschen. Och. Nur damit es etwas schneller geht. Schneller geht. Richtig konkret Hilfe brauche ich ja nicht, ne? So, gut. Ach, Amelie ist meine Freundin. Ja komm, dann reden wir auch mal mit ihr. Lust, mir auch in KHRUS Alice zu helfen. Und wen haben wir noch? Jan Finsterflut. In Emma Frost. Danke, Emma. So. So, das ist jetzt mal ein bisschen random Gelaber einfach. Passiert heute mal nicht so viel in der Folge. Dieser Weidenfall. Wie ihr merkt, habe ich Platz in meiner Freundesliste gerade. Ich weiß nicht warum, offenbar sind etliche Leute nicht mehr dabei, ich weiß es nicht. Sind die jetzt hier alle oder was? Hat der einen heiligen Schein? Das auch nicht, das ist nicht schlecht. Oh, ich hätte gern einen Heiligenschein. Wo gibt's den Heiligenschein? Ah, alles klar. So, also ich werde jetzt mich teleportieren. Und das Ganze ein bisschen abkürzen. Ich wollte nur mal kurz ein bisschen die Fühler ausstrecken. Und sagen, huhu, hier bin ich. Und gucken, ob irgendwer da ist. So. R. Ja. Ja. Ach so, jetzt habe ich es zu klein gemacht. Ja, ja, habe ich geschrieben. Ach, das könnt ihr gar nicht sehen, weil hier unten rechts in der Ecke meine Facecam ist. Das ist auch der beste Platz für dieses Spiel. Um nicht zu viel zu überdecken. So. Cool. Hi YouTube. Hi Jan Finsterflut. So. Moment, dann warten wir gerade, bis alle da sind, die... alles klar, also wie gesagt, Stress habe ich jetzt nicht. Wollte es nur nicht alleine machen. Will nur, dass es mal ein bisschen flotter geht. So, wir können mal wieder auf Kommentare eingehen. Das ist diesmal eine ziemlich smoothige Folge. Kommt auch mal vor, ne? Noch mal ein bisschen abgelenkt bin ich. Hatten wir eigentlich auch lange nicht mehr, ne? Muss ja jetzt auch noch mal sein. Ja, wo seid ihr denn alle? So, wir gucken uns noch mal ein paar Kommis an währenddessen. Ja, der ehemals CH4, wie auch immer man ihn ausspricht, hatte mich gefragt, wie ich Unikrat wurde und so. Aber Ami Ama on Fire hat ihm schon geantwortet, dass er sich meine 1000. Folge angucken sollte. So,
LOL Coyote LP. Nice Folge mal wieder. Ich hätte da eine Frage. Und zwar, lohnt es sich jetzt noch Wizard von Level 1 zu Let's Playen? Das musst du selber wissen, ob sich das lohnt. Wie du bei mir siehst, so richtig. Ich habe zwar verhältnismäßig viele Aufrufe pro Video, aber wenn man das jetzt ja ins Verhältnis setzt zu anderen YouTubern, ist das ein Witz. Es ist nicht wirklich viel. Wizard 101 in Deutschland ist einfach zu sehr kleine Nische. So richtig einen Durchbruch wirst du damit nicht bekommen. Ich bin schon der Einzige in Deutschland, der so viel Wizard 101 Let's Played. Und offenbar ist das im Moment so das Maximum, was ich erreichen kann. Ich weiß es nicht. Deswegen, ich weiß es nicht. Kommt drauf an, mit welchem Hintergedanken du es Let's Playen möchtest. Möchtest du damit ein erfolgreicher YouTuber werden, dann lohnt es sich nicht. Möchtest du damit mehr Leute kennenlernen, dich ein bisschen mehr vernetzen und so, dann lohnt es sich. So. Sind wir soweit? Jo, Heidelei, was machst du denn? Fabian Licht, lol. Weiß nicht, wo das ist. Müsste es zur Bastei gehen. Na gut, gehen wir zur Bastei. Huhu, haha, huhu. Da bringen wir den Typen mal hier ans Laufen, ne? Den Diff im Weißfisch. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Oh, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. So, jetzt können wir aber, oder? Wir holen uns gerade noch ein bisschen Mana zurück. Auch wenn ich es nicht wirklich alles brauchen werde. Und dann geht's endlich los, oder? Dieser Divim Weißhirsch, der hier die ganze Zeit steht, lästig. Überhaupt steht hier dauernd der Divim Weißhirsch irgendwo in der Gegend rum. Na endlich. Jetzt geht's los. Jetzt wollen wir Osric besiegen. Wird das klappen? Sicher wird das klappen. Hätte ja auch alleine geklappt, aber es sollte jetzt eigentlich was schneller gehen. Osric, ach genau, das war die Geschichte. Das ist ja ein Eisgegner. Rüsten wir uns, wie wir es gewohnt sind, aus mit dem Bosskartenspiel. So. Eis ist natürlich kacke, was Turmschild angeht. Aber wir werden es schon irgendwie hinbekommen. Das finde ich doof. Das müssten die auch noch ändern. Dass man die Goldkarten auch nochmal jedem klitzekleinen Unterpünktchen nach Schulen sortieren kann. Weil unter Umständen ist es schon ganz schön viel. Sorry, ich habe gerade noch was gegessen. So, was habe ich denn für Attributverbesserungen? Divim Weißhirsch. Ach, hier allein Rauchstreiter gibt mir nochmal plus 35% Angriff. Also richtig viel, ne? Weiß gar nicht, ob ich das alles so brauche. So, es gibt erstmal für den Gelbjacken-Idioten eine Falle. Zwangsjacken-Idioten, wollte ich schon sagen. Oh, Fabian hat 5488. Das ist natürlich krass. Level 110 war der, ne? Aber mal gucken, ob wir dann jetzt auch tatsächlich etwas schneller gerade mal hier durchrushen können. Das wäre gut. Ja, durchrushen ist immer so eine Sache, ne? So, aber wir waren eigentlich noch bei den Comments. Huh. Oha.
habe schlechte Karten im wahrsten Sinne des Wortes. Da kriegt der Osric schon mal das hier. Lucy Gaming, beste Folge von unserem Lieblings-Kairos, danke. Eieieiei. Böser Bub. Niemand antwortet, schreibt, für dich wird Chrysalis definitiv lang. Was heißt das? Weil ich so langsam bin? Okay, dann ist es so. Weiter so, immer wieder super Kairos, schreibt V. Blitzwanderer. Ah, da kommt der nächste. Alia 101-22002. Super Name. Cool Kid. Schreibt, welche Welt ist das, Mama? Noch immer Azteca? XX Möller XX schreibt Alia 1. Das ist Chrysalis. Eagle Gang LP schreibt zu Minecraft Folge 3 vom Bendix. So dumm. Spacko, oder? Kann man auch sehr viel mit anfangen. Assassin hier. Gar nicht aufgepasst jetzt. Wer uns zu uns gestoßen ist. So, ich habe eine Klinge. Jetzt sind wir beide Feuer, ne? Ist auch ein bisschen unpraktisch, egal. Komm, da gibt es noch ein Wildfeuerchen dazu. Obstkiste schreibt, hey Kairos, ich wäre für ein Pack-Opening zu deinem Anlass, was die 10 Jahre YouTube betrifft. Ein Pack-Opening? Nein, es muss ja irgendwas sein, was mit meinem Kanal als solches zu tun hat und nicht mit Wizard 101. Zu Wizard 101 gab es ja schon ein schönes Special jetzt im April oder Mai, April. Das Thema ist gegessen. Das nächste Wizard 101 Special gibt es bei Folge 2000. Pff, mal gucken. Wenn überhaupt. Wenn es überhaupt so weit kommt. Wer weiß. Nee, das muss schon was mit allem zu tun haben. Was ich hier tue und getan habe. Ja. So, jetzt muss ich mal ein bisschen mich hier konzentrieren. Wo sind meine Pips hin? Ärgerlich. Der Fabian macht einen dicken Angriff. Dann wird hier der auf jeden Fall tot sein und der andere höchstwahrscheinlich auch. Ist gut, weil dann hat dieser Kampf echt nicht lange gedauert. Ich weiß noch, wie dieser Zauber hier ganz neu war. Und alle so, wow, ganz aufgeregt war. Dead. Wie bin ich jetzt darauf gekommen, dass dieser Zauber ein Zauber gegen alle. So, erledigt. Zermatscht wie ein Kürbis. Ja, oh, danke oh, für die Rettung. Genau zur rechten Zeit. Weg, bevor wir wieder lass uns von hier verschwinden, bevor sie merken, dass wir ihre Krieger erledigt haben. So, aber wir gucken erstmal, ob hier noch irgendwas ist, was ich stibitzen kann. Oder irgendwas in der Art. Nee, ne? Haben sie schon alles weggeräumt. Die wussten, dass ich komme. Gut. Dann sag ich mal, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut und ciao, bis dann.